bin in der Rolf über den Schiffen. Ich mache jetzt Rakete. Interessanterweise war meine Magnetzündung statt M1 und 2 nur auf M2 gestellt. Ich habe mich schon gewundert, warum der Motor so wenig Leistung hat. Komisch. Aber was ich kann, das dann in der halben Zündung macht es nur halb so viel Spaß. Was mit halb Magneten? Ja, macht es nur halb so viel Spaß. Die Spitfire ist aber dann gleich doppelt so viel. Genau. Ja, den Sprit haben wir noch halb voll. Nee, hallo 40, da ist gerade eine ins Wasser gegangen. Oh, jetzt habe ich die verloren. Ich habe angedrückt. Wohin? Auf runter Richtung Schiff, ich möchte nur mal schauen, wie viele Gegner und wie viele Befreundete da unten rumgucken. Geh mal rein. Ups, oh, ich war zu schnell, scheiße. Ich bin Hallo 50 nach Hawkins. Ich glaube, es sind zwei Feindflieger und eine 109. Ja, eine Hurricane, glaube ich. Und ja, Victor, Speedy und eine Harry ist dabei. Ja, die Tiefen, gell? Ja. Also die 109, die steil nach oben geht. Ja, ich bin da weit weg im Moment. Oh, warte, vorne. Okay, ich schaue, dass ich auf die Speedies drauf gehe. Naja, es sind, glaube ich, zwei Speeds, ja. Ja, auf Höhe scheint im Moment alles 109er zu sein. Ich gehe jetzt auf die höhere Speedy. Der kommt nochmal zurück. Da ist so eine tiefe Speedy, die will nach Hause. Nee, jetzt sieht über Lisa jetzt. Wie hoch sind die? Macht eine Schere, die sind Hallo 5 oder sowas. Einer hat jetzt eine Schere gemacht. Jetzt hat er eben nicht wirklich aufgepasst, oder wo treibst du dich gerade rum? Ich fliege jetzt wieder Richtung Rocket. Okay, ich bleib mal hier auf Hallo 60. Na, ich bin auch Hallo 60. Aber die Spit scheint, oder was es auch immer war, scheint durchgetaucht zu sein. Oh, Spit auf Kondens über Folkestone fliegt gerade nördlich. Na, Victor. Jetzt dreht's über Rolf weg, da gehe ich mal lieber nicht zu nah hin. Wie hoch bist du mittlerweile, Karaja? 30. Okay. Na, die Kondens-Spit fliegt gerade etwa auf Mens und Deals und sowas in das Gebiet. Ha, Hiccup. Na, hoch wieder. Frenchmount ist flack. Scheiße, wo ich gerade lang. Drückst du gerade steil an? Ja, ich versuche mal die Junkers zu decken. Wird gerade angegangen von Harry, glaube ich. Achso, das ist nicht die eben auf. Wo ist die jetzt genau? Die 88 ist jetzt an direkt an der Küste. Südlich von Lüm sind die gerade. Das sind 3-4 Kontakte circa auf Hallo C20 maximal, wo er 5,6 Kontakte, richtig viel los da unten. Ja, und mehrere Spits, wie was ich sehen kann, oder? Ja, 109 auch. Da, wo die ganzen Flakwolken sind. Ja, direkt jetzt bei Littlestone. Auf Littlestone fliegen die gerade zu, alle. Direkt bei Lillestone. Sehr tief, aber. Ja, die 88 ist am Deck. Und kriegt gerade Besuch von zwei weiteren Speedies, wie es aussieht. Na, 109 stürzt von hinten auch an. Ja, das bin ich, glaube ich. Dann glaube ich, oh, richtig viel los. Komm gerade hinter der hintersten rein. Ich bin unter dir. Die 88 haut südlich etwa auf Indie Point landinwärts ab. Ich komme mal ein bisschen runter.
gehe eine Spit an, die westlich den Fluss flach entlang fliegt. Vielleicht, da hängen schon welche dran. Ob die 109, genau, die hat selber gerade eine 6. Welche? Hier, der Spitfire den Fluss entlang westlich gefolgt war, ziemlich tief. Ist jetzt aber auf Südkurs raus. Ah, das bin ich. Ja, die Spit hat abgelassen. Ich habe da einen Spit gegeben, Ölkühler getroffen. Ja, Odo. Ich bin jetzt frei. Bin jetzt gleich an der Spitze von Ihnen. Ich bin hinter dir in deiner erhöhten 6. Okay, ich mache wieder Höhe und schau, dass ich vielleicht noch irgendwen angehe. Die 88 hatte ich leider verloren, ehrlich gesagt. Ja, die müsste irgendwo, glaube ich, bei Lim notgelandet sein. Oh ja, Heinkel wird angegriffen von der Speedy. Nach wird schon. Und hinter der einen Heinkel, hinter der vorderen, kommt noch eine zweite herein. Ja, die eine Heinkel drückt an. Oh ja, ich hatte die zweite gesehen, Victor. Also, und die beiden... Das sind zwei Spitties, ja. Na, ja, Victor, da komme ich nicht hoch. Fuck, warte. Auf welcher Hallo sind die? Hallo 60 etwa. Oh, nee. 55. Vielleicht stützt sich eine gleich auf mich. Na, die werden aber jetzt Engel. Hallo 40 geht durch bei mir und bin gleich beim Englischpoint. Aber ich sehe sie noch nicht. Die sind fast bei Lüm jetzt. Little Stone Lüm. Land inwärts schon. Ah, die zweite wird jetzt auch angegangen. Ja, ich muss erst Höhe machen. Naja, ich versuche die irgendwie abzulenken. Ah, schieß mal auf die eine. Bin jetzt auf 50 fast. Und werde dann mal schauen, dass ich in den Kampf reinkomme. Ich habe hier eine Engel. Hallo 45. Richtung Küste. Oh, eine von den Heinkels ist jetzt auf Südkurs, hat gerade Bomben geworfen und wird jetzt noch von einer Speedy verfolgt. Ja, ich habe gerade eine Speedy ausgeschossen, die trudelt sehr schön, das lobe ich mir. Dann gehe ich mal ran. Ich bin bei der, die noch nördlich liegt, die Heinkel, ist aber auch schon befehligt, wird noch von der anderen Speedy angegangen. Ja, ich bin jetzt bei der südlicheren, bei English Point. Die hat eine Speedy dran. Die haben mich gerade passiert, ich muss wieder Geschwindigkeit aufbauen und Höhe machen. Na, meine wird auch gerade zerfetzt. Dumm ist der Boom da unten. Oh, die hat immer ordentlich Energie, shit, hey. Komm mal zu dir zurück. Ah, ich sehe euch, ihr seid ja zu viert sogar. Alle ja, zusammen. Ich bin dabei. Der ist ja, Vorsicht, die Speedy. Ja, ne? Speedy ist eine Lisa und hat ordentlich Energie. Dann bleibe ich erstmal bei meiner Heinkel noch. Victor, mal schauen, was die Speedy macht, ob die auf die Heinkel geht oder auf mich. Ja, die sieht so aus, als würde sie stürzen. Ich glaube, die geht auf die Heinkel. Ja, Victor. Okay, dann gehe ich bin jetzt dran. Auf ihrer 7 Uhr. Ich komme auf ihrer 9 Uhr eingestützt. Die Heinkel an jetzt. Auf Kondens haben wir auch noch einen sehr hoch. Hat sich eine Flügel abgerissen, der Depp. Boah, ehrlich. Ja, aber die sind heile, oder nicht? Nee, Speedy die Speedy, auch. Nein, die hat sich eine Flügel abgerissen. Nee, ja. So, dann dreh ich doch mal rechts und starte. Na. Ich bin gespannt, wie das heute wieder startet. Ich mache auch Raketeguss. Schauen wir mal, ob wir Karai noch am Boden wegrammen können. Gussrakete. Solo. Ah, Victor. Dreh ist auch eine Spit. Wenn du kannst, gerne noch ein bisschen Auge auf den anderen werfen, nicht dass der zurückkommt, weil es okay. Vielleicht ein bisschen Höhe verlieren. Ja, ich bin schon am runtergehen auf die Speedy. Ah, du gehst drauf und dann bleibe ich oben. Weil sonst müssen wir ein gefundenes Fressen für den anderen, wenn er aufgepasst hat. Die kurft doch schön vor mir ein. Naja, der macht nicht wirklich was im Moment. Ah, jetzt kommt er hoch. Hat anscheinend mich doch gesehen.
Ja, ich gehe jetzt auch nochmal drauf. Kannst du ein bisschen, ich sehe den anderen Sicht dummerweise gerade nicht. Ja, der andere war doch relativ niedrig schon. Ja, ja, aber jetzt sind wir auch sehr niedrig. Ich fall gerade auf ihn drauf. Ja, ich sehe dich. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Oh, jetzt kommt er gerade hoch, langsam. Naja, ein bisschen MG glaube ich nur. Ich glaube nicht, dass da eine 20er noch getroffen hat. Victor, ich gehe drauf. Ja. Na, ich glaube, der ist überfordert, dass wir gerade zu zwei sind. Ich sehe das, glaube ich, gerade auch nicht. Nee, daneben, hey. Sonst sehe ich gerade nichts in dem Gebiet. Ja, ich auch nicht. Ich fliege ihm nochmal hinterher, mal schauen. Ja, ich bleibe nochmal drüber. Gib Bescheid, wenn du durch bist, dann kann ich dich nochmal reinstürzen. Stürz gerade rein. Versuch unter ihn zu stürzen, damit er mich nicht sieht. Naja, haut jetzt auch wieder nach. Jetzt kommt er an. Ja, jetzt kommt er hoch, sehr schön, dann gehe ich auch mal rein. Dass wir ihn unter Druck halten, aber ich bin noch weit weg von euch. Hier ein Verrückter. Naja. Er folgt mir, also versucht, aber hängt jetzt in der Luft. Oh, jetzt ist er schön und ich bin leider zu weit weg, ein bisschen zu weit weg. Oh, Vorsicht, er macht selbst, schießt auf dich. Aufgegeben. Schöne Treffer. Ach, es ist ja gerade weg und jetzt 700, kann ich nichts mehr machen, schade. Ich steige wieder Richtung Süden raus. Ich glaube, der hat es jetzt ordentlich drauf gekriegt. Ich gehe, ja, ist optisch aber noch intakt. Ich gehe einmal noch mal drauf. Hält jetzt auf Volkssturm zu. Ja, wirklich, sehe ich. Boah, halt eigentlich viel zu tief, gell? Ja, der ist schon fast weg. Einmal ran, ich habe dich, mir kann ja nichts passieren. Na, jetzt habe ich hier noch ein paar 20er, zwei Stück mindestens mit. Geh raus jetzt. Skottieren vielleicht irgendwelche Blennies. Kontakt ist jetzt am nördlichen Ende des Flugfelds, fliegt nach Westen hinaus. Ja, fahr also nicht über Süden nach Wasser und. Ich sehe ihn gerade nicht, eher hier oben auf unserer Höhe noch ein bisschen. Ich gehe mal rein. Bleib du mal bitte beim zwischen Lim und Limestone. Ja, ich bleibe einfach über dir. Oh ja, ich sehe es. Zwei sind da unten, zwei. Vorsicht. Ja, Victor. Ich gehe auf den westlicheren. Ja, genau. Boah, da wirst du ein bisschen schnell sein, oder? Ja, ich muss eh wieder hochziehen. Ich glaube, das ist ein wenig zu schnell für Komfort. Der hat jetzt noch gekurvt, sogar wenn er gerade fliegt, ist es dann schon schwer, finde ich, da hat man eine Millisekunde mal Zeit. Okay, jetzt stütze ich nochmal auf den, der Richtung Lindstone fliegt. Anderen sehe ich gerade nicht. Ist relativ der ist nördlich runtergeflogen. Vorsicht, ja. Ja. Oh. der hat seinen Flügel hochgenommen, jetzt habe ich einen Teil meines Flügels verloren. Gesehen. Wieder der Packer übrigens. Ja. Fliegst nach Hause, oder? Ja, ich muss nach Hause. Fappst du? Ich noch? Ich habe kein rechtes Querruder. Das heißt, ich kann noch kämpfen. Bitte? Kannst du mir sagen, wie weit er gerade entfernt ist? Der ist noch weit weg. Ein Kilometer. Es sind zwei, glaube ich, hinter mir. Vorsicht, einer geht auf dich auf meiner 5 Uhr. Ah, der geht auf dich, Vorsicht. Ich glaube, es sind zwei, oder? Victor, ja. Dann geh mal Richtung French Point, dann gehe ich mal auf deinen. Und dann Vollgas. Ja, geh mal, Lisa. Ja, ich fliege Vollgas. Naja. Okay, schön. Ziehen einfach. Nee, ich sehe ihn gerade nicht mehr. Der kam relativ direkt hinter dir, glaube ich. Na, Victor, da ist nicht viel mit einfach ziehen. Ja, ein paar hundert Meter ist er hinter dir. Ja, der fließt gleich. Ich brauche dich. Okay, ich komme langsam ran. Ja, er schießt. Ja, naja, werde ich. Ich komme gerade nicht dran. Ja, bist doch ewig noch hinter mir, gell? Ich sehe dich als kleinen Punkt. Jetzt komme ich langsam ran. Okay, ich komme langsam in Schussreichweite.
10 Grad, wenn du kannst. Ja. Für den Treffer, danke, ist frei. Danke. Ja, so gut ich konnte, habe ich was drauf gegeben. Du hast Wasser erwischt, er dreht erstmal ab. Der zweite kommt herein, hinter dir, pass auf. Pass auf, drück an, drück an, drück an. Ah, ich sehe ihn. Victor ist vorbei, danke. Der geht auf dich, oder? Nee, er geht gerade über keinen. Er geht gerade über ja. Wolf hoch wieder. Dann mache ich wieder ein bisschen höher, dass ich nicht zu näher an die mit dem Wasser gehe. Halt mir die ruhig unter Druck, oder? Fliegt gerade unter mir durch. Ich halte erstmal den Kurs. Ja, Victor. Auf French Point etwa. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Er ist Richtung English Point, wenn du schaust. Ja, Victor. Selbe Höhe. Genau. Ich halte erstmal den Kurs, muss man ein bisschen Energie aufbauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir an der Energie aussieht. Victor, ja, versuch ihn wieder zu ziehen. Ich bin jetzt über dir. Ich bin auf deinem 3 Uhr hoch, bei 9 Uhr hoch. Ja, ich stütze gleich auf ihn hoch, runter. Okay, ich halte einfach mal Kurs. Er ist aber hinter und unter dir. Zweit, ich weiß schon. Aber vielleicht sieht er dich ja nicht. Ah, doch, hatte ich gesehen, der kommt zurück. Vorsicht, kein Hitler. Er zieht hoch, stark. Ja, folgt dir jetzt. Ich komme ran langsam, aber dauert noch ein bisschen. Na, jetzt fällt er gerade runter. Wird gleich wieder hochkommen, was soll ich wieder einen Hitler oder so versuchen. Ich schmeiß mich mal hinter ihn jetzt rein. Ja, ich gehe gerade auch auf ihn drauf. Victor fällt jetzt auf Bologna etwa zu. Ja. Fällt er. Wie nah bist du? Ich gehe gerade auf ihn drauf. Ich kann nicht schießen. Ja, ich auch nicht. Eine riesen ja, enge gut, Kurve. Aber müssen wir halt runterdrücken ein bisschen. Irgendwann haben wir ihn schon. Ich hänge noch leicht hinter ihm. Ah, jetzt falle ich sogar drauf. Na, er fällt noch weiter. Diesmal mit MGs. Victor, ich komme jetzt auch heran. Ich hänge noch dahinter und schieße gleich mit Kanonen. Ah, jetzt geht er hoch. Ich bleibe erst nochmal an ihm dran, halte ihn unter Druck. Versuche die Angriffszüge kurz Boom zu halten. Zoom. Ja. Okay, mittlerweile haben wir ihn schon auf unter 20. Ich gehe noch und bin wieder auf MG entfernt fast. Ich komme gerade auf ihn herein. Da. Ja, ich sehe es schön. Ja, schöne Treffer, 20er. Ich komme jetzt ran. 20er habe ich keine gesehen. Doch, doch. Zwei schwarze Wolken bei mir zumindest. Außer du hast keine geschossen, aber ich bin hundertprozentig sicher. Ich schieß. Na, ich glaube ein bisschen MG, bin mir nicht sicher. Wasserkühler? Oh, Wasser. Wie hat's ja, glaube ich, selber gerade zerfetzt. Okay, ich gehe gerade drauf. Ja, sehr schön. Wir sind gerade English Point, vielleicht 20 Kilometer östlich über Wasser. Gut, flach mittlerweile. Nur 10. Ich komme ran. Sehr vorsichtig. Er versucht hinterher zu zoomen, glaube ich. Nö, ich bin hinter ihm noch immer. Ja. Habe ich falsch gesehen, falsche Richtung. Ich schieße nur MG. Ah, er kurft da noch, er will noch nicht nach Haus. Schöne Treffer. Ich komme über Nordwest, Nordost rein, bin jetzt gerade über Dover. Bin hinter ihm. Hallo, ja, 50. Schieß nochmal 20er. Ich komme jetzt hinter ihm wieder rein. Ich bin hinter ihm. Ja, ich bin raus, habe nur ein bisschen MG geschossen. Eigentlich lohnt sich da nichts mehr. Mal raus über Lisa. Kann sein, dass er mir gleich folgen will. Ist eine Treppe. Jawohl, nicht rammen. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch schafft. Oh, da stützt er sogar ganz ab. Er ist aufgesprungen. Ja, Horito, sehr schön. Machen wir wieder Höhe. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Freunde von ihm kommen. Willst du landen? Ja, gleich. Bombay oder Marquis West? Wissant? Ja. Oh, der ist immer. Na, ich geh mal lieber auf Bombay. Wissant ist immer. Oder? Ach nein, wenn du da landest. Oh, da hat Dui viel Distanz verloren zu mir. Da
da ich perfekt auf 500 km/h getrimmt da geflogen bin. Kühler habe ich nur Standard zu gehabt. Eben als ich vor der Spit mal weggedrückt war, da hatte ich die Kühler fast ganz zu. Ist immer die Gefahr, die dann, dass man vergisst, die wieder aufzumachen, sobald man dann in den Luftkampf geht. Ja, was ganz gut funktioniert, ist beim Öl auf 30% runter und Wasser ungefähr bis zur Halbmarke. Also da steht dann der Griff praktisch horizontal zu dir. Okay. Meistens mache ich das auf Gefühl und kontrolliere halt dann kurz danach die Temperatur. Und ich meine, wenn man wegtaucht oder wegfliegt, hat man sowieso nicht so viel zu tun. Ja, interessanterweise war jetzt mein Ölkühler, mein Wasserkühler extrem kühl, weil ich habe eben den Wasserkühler bei Höchstgeschwindigkeit fast 2/3 zugehabt und meine Wassertemperatur trotzdem nur 89 km/h.